Und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Und willkommen zu einem Unlimited Money Glitch. Dieser Glitch ist zwar nicht solo, dafür ist er jetzt aber noch einfacher wie der letzte Money Glitch, den ich hochgeladen habe. Die Voraussetzungen sind weiterhin dieselben. Ihr braucht ein Fahrzeug, was ihr duplizieren möchtet. Am besten ist hierzu natürlich der Easy. Ihr benötigt einmal von Bennys diesen Minivan und den Rest der Garage in der Arena füllt ihr auf mit kostenlosen Elegies. Ich zeige euch jetzt kurz, wo ihr den Minivan kaufen könnt, und zwar hier auf der Benny-Seite, weil auch das wurde gefragt, wo das Fahrzeug zu kaufen ist. Es ist hier zu kaufen. Dann gab es beim letzten Money Glitch Probleme, weil man da einer Crew beitreten musste, also einer Crew-Sitzung und so weiter und so fort. Das Ganze geht jetzt viel einfacher, und zwar, ihr braucht einen Freund. Dieser Freund befindet sich in einer anderen geschlossenen Freundesitzung und befindet sich in einem Job für ein Titan. Wenn der Kollege in diesem Job für ein Titan in seiner eigenen Freunde-Lobby ist, dann könnt ihr jetzt mit dem Glitch beginnen. Und zwar steigt ihr in euren Minivan ein und fahrt ihn einmal in die Tuning-Werkstatt. Dann geht ihr hier ganz oben auf diese Ausbaustufe und klickt diese einmal an, so dass ihr den Preis dafür sehen könnt. Und dann drückt ihr jetzt die Optionstaste, und jetzt kommt der Unterschied zum letzten Money Glitch, denn dort gab es massive Probleme. Ich denke, jetzt wird's hoffentlich einfacher, denn jetzt geht ihr hier auf den Reiter Freunde und geht jetzt auf den Freund, der sich in dem Job in einer anderen geschlossenen Freundesitzung befindet. Ihr geht hier auf Spiel beitreten, und wenn ihr dann den Zutrittsbildschirm bekommt, wartet kurz, ich zeige ihn euch, diesen hier. Sobald ihr hier X anfangt zu spammen, sagt ihr eurem Freund, er soll aus dem Job für ein Titan rausgehen. Und das machen wir jetzt. Ich habe gesagt, geh aus dem Job raus, spamme jetzt hier, bis ich den Black Screen hier habe und sehe, dass ich jetzt in der Map hier so rumfliege. Dann könnt ihr aufhören, X zu spammen. Und jetzt heißt es einfach nur einmal kurz warten. Dann bekommt ihr diese Meldung, die quittiert ihr mit X. Und dann geht's zurück in die Arena, und entweder sitzt ihr im Auto an eurem Stellplatz oder ihr steht zu Fuß in eurer Tuning-Werkstatt. Jetzt geht ihr in den blauen Kreis und nehmt das Auto zu duplizieren und setzt es auf einen kostenlosen Elegy. Und wie ihr sehen könnt, passiert nichts. Und genau so soll das Ganze nämlich sein. Denn jetzt könnt ihr, nachdem ihr die Fahrzeuge hier geswitcht habt, einfach mit dem Fahrzeug in die Tuning-Werkstatt rüberfahren und etwas am Kennzeichen ändern. Falls die Frage aufkommt, braucht man dazu ein iFruit-Kennzeichen? Ja, ansonsten macht ihr euch eine dreckige Kopie. Wer kein iFruit-Kennzeichen hat, der muss jetzt mit diesem Fahrzeug einmal nach draußen fahren und in den MOC zum Abspeichern fahren und dann einfach zurück in die Arena gehen. Für alle, die ein iFruit-Kennzeichen haben, für die ist das Ganze jetzt kindereinfach. Einfach das Kennzeichen ändern, die Farbe ändern und auf zur nächsten Duplikation. Und zwar direkt jetzt hier in den blauen Kreis und einfach auf den nächsten kostenlosen Elegy einmal mit dem Cursor rüber übertragen. Und zwar nehme ich jetzt diesen hier. Und jetzt macht ihr das immer wieder und wieder. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr jetzt in die Tuning-Werkstatt damit gefahren seid und eine Kleinigkeit geändert habt, könnt ihr direkt wieder in den blauen Kreis gehen und einfach ein Auto zappen. Auch das ist zum letzten Money Glitch jetzt nämlich neu. Vorher musstet ihr immer mit dem gelben Auto oder mit dem Minivan den Glitch wieder von vorne machen. Jetzt hier machen wir das 1-1 jedes Mal. Zack, zack, zack. Und wirklich in ein paar Minuten habt ihr hier die ganze Garage voll mit Elegies. Habt ihr den... nicht mit Elegies. habt ihr die ganze Garage voll mit Easys. Und ein Easy, wenn er voll aufgetuned ist, kann zwischen 1,8 und 1,9 Millionen GTA-Dollar bringen. Das könnt ihr euch jetzt gerne ausrechnen, wenn ihr wollt.
10 Fahrzeuge, a 1,9 Millionen, dann wisst ihr genau, wie viel Knete ihr damit gemacht habt, wenn die Garage voll ist. Ich mache das jetzt hier noch 2-3 Mal. Wie gesagt, der Trick hierbei ist jetzt, dass ihr einen Freund habt, der sich in einem Job befunden hat, in seiner eigenen Lobby. Dann habt ihr den Quatsch mit der Crew nämlich nicht mehr. Und das heißt, auch die Xbox-Jungs müssten diesen Glitch jetzt problemlos durchführen können. Denn die haben unter meinem Video am meisten geflucht, dass der Glitch nicht gehen würde, beziehungsweise die Crew nicht auffindbar ist, der Typ offline ist und so weiter und so fort. Ich kann das nachvollziehen, dass das ärgerlich war. Deswegen habe ich jetzt ein ganzes Weilchen rumprobiert, wie man den Glitch auch anders machen kann und bin tatsächlich jetzt auch fündig geworden. Und zwar so. Es ist zwar erstmal kein Solo-Money-Glitch mehr, aber es ist ein Semi-Solo-Glitch. Also das darf man auf jeden Fall sagen, denn den Kollege braucht ihr ja nur kurz eben mal, um damit der in den Job reingeht und ihr ihm joinen könnt. Mehr ist er nicht da. Das heißt, 2 Minuten sich einen Freund nehmen und dann massiv die Autos glitchen. So, nächste Kopie ist fertig. Ihr seht, ich ändere entweder nur die Farbe am Kennzeichen oder ich ändere das iFruit-Kennzeichen im Ganzen, je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. Und das Ganze geht, wie es Katzen machen, Männer. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Video dann mehr Spaß wie mit dem letzten, was ich hochgeladen habe. Denn jetzt müsste das wirklich jeder hinbekommen. Wenn ihr eure Autos alle gemacht habt, dann müsst ihr das Ganze jetzt auch zum Abspeichern bringen. Und zwar, das heißt, ihr geht jetzt einmal in den Editor. Und im Editor könnt ihr von dort aus direkt eine neue Sitzung starten, indem ihr jetzt hier die Optionstaste drückt und einmal auf eine geschlossene Sitzung geht. Hier Sitzung für Spieler nur mit Einladung, da geht ihr rein. Und der Kollege, der euch bei dem Glitch hilft, ist in einer geschlossenen Freundessitzung. Also jetzt habe ich es 3 Mal, glaube ich, gesagt. Deswegen hoffe ich, dass das nicht zur Frage wird in meinem Chat später, was genau der Freund machen muss. Aber weil manche Fragen da, ach, ihr wisst selber, manche Fragen, die kann ich auch echt nicht beantworten, auch wenn ich es brutal gut mit euch immer meine. Aber manche Fragen sind halt doch Banane, weil wenn man 2 Minuten nachdenkt, kommt man von ganz alleine drauf. Aber ich bin ja um keine Frage irgendwie böse oder sonst irgendwas, aber ihr müsst mir verzeihen, manchmal schmunzeln muss ich trotzdem. Aber ihr könnt ja gerne auch die Videokommentare euch ein bisschen durchlesen und wenn ihr wisst, wie der Glitch funktioniert, gerne auch mithelfen, wenn Leute Hilfe suchen. Ich bin auf jeden Fall jetzt mit diesem Glitch einmal fertig. Ihr seht, ich habe jetzt hier haufenweise Easys stehen. Jeder von diesen Easys hat auch genau die Kennzeichen hinten drauf, die ich ausgewählt hatte. Hier sieht man's. Hat alles prächtig funktioniert. Und wenn er Easy richtig aufgemotzt ist, wie gesagt, bringt er circa 1,9 Millionen GTA-Dollar, das Ganze 10 Mal. Dann wisst ihr, yeah, ich habe 19 Millionen gemacht. Und das in weniger als 10 Minuten. Ich denke, der Kurs geht voll in Ordnung. Ich finde, das Video geht voll in Ordnung. Deswegen like das Ding, gebt ein kostenloses Abo ab für das nächste Video. Ich bin raus, euer Luchi Nummer 1. Ciao.